Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Warhammer 2 Fluch der Vampirküste. Laura. Hier so ein Feind entdeckt. So, zum Dienst ist ja wieder bereit. Wunderbar. Zeig mal gleich an, wo. Jawohl. Und Technologie erforscht. Öffentliche Ordnung. Kommen wir gleich hier runter. So, folgendes Problem. Komme ich gleich zu. Wo ist er da? Fleet Captain, report. Grab da mal. Euer Reichtum sucht seinesgleichen, Admiral. Während andere schwächeln, werdet ihr immer stärker. Ja, hervorragend. Ein mickriger Schatz von 1500. Das hat sich ja echt gelohnt, hier 20 kill Runden nach unten. Ja, wir können noch einen Duitus durchführen. Zu wenig Geld dafür. So, Ralland. Was wäre das nächste? Quasi auf dieser Flussebene dahin. Okay. Das heißt, jetzt kannst du die nächsten 100 Runden gefühlt erstmal dahin. Und dann da rein Richtung Land. So. Ja, gut. Folgende Problematik. Wie weit kommst du? Hier kann jemand aufsteigen. Okay. Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Bitte gerne mehr Munition mit dem Typen. Weil der soll jetzt hier natürlich meine Geschossleute ein bisschen verbessern, aber Rüstungsdurchdringen. Reichweite ist natürlich auch nicht schlecht. Geschossschaden. Na gut, dann gehen wir auf Geschossschaden. So. My madness is not weakness. Mit Noctilus sind wir ja hier. Oder nee, gar nicht, das ist ja gar nicht Noctilus. Noctilus ist hier oben. In Tlax. Und ja, mit denen sind wir ja, haben wir ein Militärbündnis. Vielleicht greifen wir den jetzt hier zu dritt an. Der hat uns nämlich den Krieg erklärt. Kriege ich Verstärkung? Nein, kriege ich nicht. Aber natürlich beeindruckend mit seinem Mammut. Was hat er? Ah, diese Wolfstypen mag ich wieder nicht. Mammut, oh, mag ich auch nicht. Wieder so ein Scheißdrache. Barbaren-Champions. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er hat weniger Einheiten, ne? Testen wir. Ach, machen wir. Attacke. Hoffentlich bleibt er jetzt auch mal tot. Oh, wir hatten ja... Nee, es war ein anderer, glaube ich. Die sehen aber fast alle gleich aus da, diese Plünderer. Ich weiß bloß jetzt nicht, ob der irgendwie einen Teil der Karte hatte so. Und es ist schon wieder dieselbe Karte. Ich hasse es langsam, echt. Immer dieselbe Karte. Abwarten. Nee. Aufstellung starten. Diesmal haben wir aber die Seite ohne irgendwie, ja. Ohne Trüppchen. Man könnte es auch so weit wie möglich nach vorne packen. Wir früher schießen können. Ich fand das hier so als Zentrum eigentlich ganz nett. Diesmal an der Seite und hier zur Unterstützung gibt es dann halt noch, falls sie durchbrechen, die hier. Harkon natürlich in die Mitte. Und die Katze hat wohl gerade gepupst. So, können wir trotzdem vielleicht irgendwelche Leute von der Armee vielleicht trennen. Kanonen hatten sie nicht, ne?
Aber drei, also richtig viele harte Gegner. Also das Mammut, die Wölfe, die Champions. Es wird schon nicht ohne sein. Kannst du jetzt bitte hier an die Seite? Genau, und ich glaube, einer geht nochmal hier zurück. Kommt das an? Ja. Ich würde immer Halt sagen. Oh, was haben wir hier für einen Zauber? Erste Strophe. Nahkampfabwehr und Nachladegeschwindigkeit. Oh, das ist gut. Wolf-Leute kommen von der Seite. Kann ich noch mal einen hier in den Wald haben? Der sieht gut aus. Sehr gut. Schon, ah, sind schon da. Renn noch gleich wieder weg. Wo ist meine helle Badenträger? Komm auch noch mal gleich dahin. So. Attacke, nicht, dass sie durchbrechen. Weil dann können meine Leute nicht mehr schießen. Oh, das habe ich auch als Zauber. Cool. Lücke schließen. Lücke schließen. Und bitte da rein. So, helle Badenträger auf die Wölfe. Ah ne, gar nicht. Ihr kämpft da. Helle Badenträger auf die anderen Wölfe. Ihr da rein. Ihr unterstützt den. Oh, da drauf, da, verdammt. So. Auf den anderen Flugvieh. So, Hakon. Ach scheiße, der andere Mammut ist durch. Kämpf Hakon gegen das Mammut. Gegen das Mammut. Das Mammut muss sterben. Los, auf das andere Mammut da, was jetzt nochmal kommt. Kannst du dagegen auch mal angehen? Nee, bitte verfolgt die nicht, dass sie gleich wiederkommen. Und ihr macht wieder mit Platz. Ihr geht auch auf die, nicht, dass die von hinten angreifen. Attacke. Macht die platt, nicht, dass sie von hinten angreifen. Attacke. So, alle schützen. Jetzt das auf das Vieh, das ist unten. Wo ist Hakon? Ja, ihr müsst noch töten. Ihr müsst noch töten, meine Freunde. Ihr müsst noch töten. Ich will ja wenigstens noch den Helden oder so kaputt sehen.
Bones and flesh. Los, lass dir nicht entkommen. Ich will, dass er stirbt. Na gut, ich glaube, der Anführer wird nicht fallen, ne? Haben wir noch. Er ist entflohen. Schade. Der ist hinne. Ja. Lief doch ganz gut. Aber wir hatten noch zum Teil Glück. Hier, die Queen hat wieder natürlich am meisten gekillt. Sie hat vorher schon zwei, drei Einheiten wunderbar geschwächt. Das haben aber alle überlebt, ne? Also diese Mammuts, die sind echt fies. Die reißen dir echt die ganze Verteidigung nieder, ne? Ich liebe es. Ich liebe es. So, diesmal steigern wir mal unsere Freundschaft. Ja, es wäre vielleicht langsam mal Zeit für einen dritten Admiral, aber es wäre vielleicht besser, wenn wir auch mal auf Unterhalt gehen. Wir brauchen auch mehr Geld. So, wir sind gestiegen. Das ist schön. Dieses Lied finde ich auch echt toll. Und jetzt kriegen wir Unterstützung. Und ich glaube, jetzt brauchen wir gar nicht mehr spielen. Das können wir in Autoschlachtmodus machen. Und trotzdem eine Einheit verloren. Split the swag. Und auch hier würde ich wieder Infamie teilen. No pirate greater. So. Ist trotzdem bei 6. Na gut, dann kannst du wieder zurück. Dann gehen wir zu dem folgenden Plan wieder weiter nach, dass wir nämlich Tlax erobern. Fälscher. Einkommen durch Überfälle. Minus Gebäude. Einkommen aus einem Gebäude minus 5. Naja gut, langsam kann er ja mal auf ein bisschen Nahkampf gehen. Jetzt, wo wir das Flugmonster haben. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf das Geld. Wir brauchen Geld. Danach müssen wir mal wieder ein bisschen Landkämpfe machen. Nee, ich will keinen Ritus. Ich wollte gucken. Ja gut, da ist es. Die Dame ist ja noch unterwegs. Wir könnten mal vielleicht einen zweiten Helden rekrutieren, der dann vielleicht mal. Achso, wir haben noch neue Karten gekriegt. Warte, da kann sie auf den Kontinent abarbeiten. Und da könnten wir am besten auch schon mal einen Helden hinschicken. Den wir jetzt nicht rekrutieren können, aber das halt so ein bisschen aufgeteilt wird. So. Hier sind auch noch Leute unterwegs. Also eigentlich müssen wir nur warten, bis die immer kommen. Dann kriegen wir die Teile schon. Können wir hier noch was bauen? Nee, zur Verteidigung können wir nichts bauen. Schade. Dann war's das mit der Runde. Ah, so eine zweite Queen wäre echt noch geil. Aber die Mörder, die hauen ja auch schon rein. Wenn wir das kombiniert halt draufballern, dann passt das schon. Ja, du kannst erstmal wieder zurück zu den Blutsümpfen. Und dann gehst du wieder auf die eine Seite, weil die eine Stadt werde ich da von zwei Fronten angreifen.
kannst weiter marschieren. Was haben wir da? Ja, keine Verluste. So. Eure Armee wird sich im Kampf besser schlagen. Eure Armee wird sich in der Kampagne besser schlagen. Weitsicht. Das ist schön. Gucken wir mal, was da noch ist. Und dann gehen wir Richtung Pockenmarsch. Pockenarsch. Volle Kraft voraus. So. Dann gehen wir weiter nach da. Gucken. Luki Luki machen. Was können wir da nochmal machen? Sternsturm. Ich hätte gerne bessere Verteidigung dort. Genau. Als die Piraten das da nämlich mal angreifen sollten. Und dann war es schon wieder mit der Runde. Ja, und sie kann schippern, schippern, schippern. Ach, ich glaube, wir machen einfach, wir rekrutieren nochmal so einen Helden. Den einen hätte ich immer gerne auf der Kampagnenkarte. Ne, dass er nämlich andere Helden nämlich töten kann. Und dann haben wir am besten zwei, die nochmal hier diese ganzen Schatzkarten abgrasen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Na komm. So, eine große Verpflichtung. Nimm einfach den Text. 15% mehr auf dem Meer, ist doch ganz gut. My mind rages. I know these waters. Ach, ich nehme wieder Weitsicht. So. Kannst du auch mal ein bisschen Speed geben? Ein Helden, Helden, Helden. Scheiße. Mehr kriegen wir nicht. Verdammt. Ah, wir haben ja schon drei. Diese Fluchartillerie. Leitheimsucher, Captain der Vampirflotte. Scheiße. Wir brauchen... Ah, vielleicht kriegen wir dadurch mehr Geld oder mehr Leute. Mehr Kapitäne. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Wo ist die Armee, die da mal war? Also ich glaube, der Typ... kam von hier irgendwo. Mussten wir da vielleicht irgendwas machen? Könnte der vielleicht sein, ne? Ich glaube, das war dieser Graf Noctulus oder sowas. Egal. Telax will ich haben. Und der hat Land verloren. Aber es ist mir egal. Dann machen wir weiter. Schneller. Ah, es ist eine Fraktion, die Elben-Fraktion oder Elfen hinter unten. Die Intrige des Untergangs. Seuchenclan. Diese Fraktion hat eine Intrige des Untergangs ausgeführt. Ein besonderer
Warlock-Techniker wurde herbeigerufen, der ein mächtiges Erdbeben an feindliche Siedlung verursachen kann. Alter Schwede. Bark. Das ist auch nicht gut. Der Narzisst. Was bringt der Narzisst mit? Ein Windzauber. Das finde ich ganz gut. Yes? So, auf nach Pockenmarsch. Navigating. Oh, da ist der feindliche Warg. Das sind Orks. Blaue Vipern. Ja, gut. Nicht, dass sie bald zu mir kommen. The sea brings death. Move. Curse my crowded sight. Sind wir schon bewegt? Okay. Ah, wir haben kein Geld, ey. Das ist auch ihre letzte Stadt, glaube ich, ne? Wenn die weg ist, dann sind die halt Geschichte. Orks als Nachbarn zu haben, ist nie gut, weil, ja, die müssen ja quasi erobern oder kämpfen. Dann müssen wir sie halt fertig machen. Feindliches Attentat, Fehlschlag, Ritus des urtümlichen Ruhms ausgeführt. Letzter Verteidiger. Keine Ahnung. Von wem das Ritus war, keine Ahnung. Ich habe zu wenig Geld. Wir hätten mal schöne Runden mit 10.000 Goldstücke. Ach, das war schön am Anfang. Vielleicht habe ich doch irgendwie falsch gewirtschaftet. Ja, Fehlschlag haben wir schon gelesen. Okay, ist auch nicht mein Problem. Und sie hat eine Eigenschaft erhalten. Okay. Undead Pirates! Back to your ranks! Hä? Okay. Oh, krieg er gleich. Ja, kommt doch von da hinten. Ist mir noch Wurst. Lives for the looting. Dann müssen wir Tlax und Plocken und Pockenmarsch verteidigen. Spill their blood. Ja, das ist nicht die Rede wert. The mass murder is you. So, ausrauben, wir besetzen. Genau, jetzt haben wir die ganze Provinz für uns. Die zweite Provinz. Du kannst trotzdem weiter nach vorne laufen. I am the Pirate King. So, du brauchst einfach besseren Nahkampfangriff, glaube ich. Sidmo 48 ist nicht viel. Er hat zwei Giftwaffen, aber haut sich jetzt nicht so geil. Hauen wir die nächsten Punkte erstmal da rein. So, Tlax gehört wieder uns. Und Tlax hat auch etwas, was wir nicht brauchen. Da wir in der Provinz schon so ein ähnliches Gebäude haben. Aber wir werten schon mal die Stadt auf. Oh, schau mal an. Die haben ja doch noch eine Armee. Mal gute Film gegen die Krieg, ist mir auch egal. So, in dieser Provinz. Ich würde gerne doch mehr auf Geld gehen. Oh, das ist auch hervorragend. Aber pro Runde minus 10.
Ich nehme das trotzdem. Was hat die andere Provinz? Bewegung, Vampirismus. Ich würde mal das gehen, ändern, damit wir hier mal ein bisschen weiter ausbauen können. Ah, wir haben kein Geld. Ja, da war ja was. Das heißt, er hier wird sich auf jeden Fall in diesem Bereich, in dieser Provinz aufhalten. Ja, ich glaube, ich mache erstmal einen Break. Ich brauche ein neues Ziel, was ich angreifen werde. Ich werde mal schauen, was ich da angreifen werde. Genau. Gucken wir mal. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ein Like, es würde mich sehr freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.